Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, herzlich willkommen im digitalen Raum der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Ellen Überscheer. Ich bin Vorstand dieser Stiftung. Gefährlicher als lautstarke neue Rechte sind defensive und verschreckte Demokratinnen, die der Demokratie und ihrer Liberalität nichts mehr zutrauen. Das ist die These von Roger Dewecq und seinem neuen Buch Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre, gerade frisch im Surkamp Verlag erschienen. Herzlich willkommen, lieber Roger Dewecq. Ich grüße dich. Der Verlag hat uns gebeten, das Buch also ordentlich, möglichst oft, das werden wir sehen, wie das klappt, in die Kamera zu halten. Ich habe jetzt hier leider nicht so ein schönes Regal wie der Surkamp Verlag, wo man das dann reinsetzen kann. Aber ich finde sehr interessant die Farbwahl. Also die Demokratie ist in Grün. Das gefällt mir natürlich. Und man sieht also Verlag Surkamp, ganz wichtig, sei nochmal erwähnt. Und Roger Dewecq, ich tue das Buch jetzt hier sehr in meine Nähe und man sieht, ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt und ich glaube, das sind auch die Leserinnen und Leser, die ich dir mit diesem Buch wünsche. Roger Dewecq, im französischsprachigen Europa genauso zu Hause wie im deutschsprachigen. Gern gesehener Gast übrigens auch auf Tagungen der Heinrich-Böll-Stiftung, insbesondere wenn es um Medien als öffentliche Räume der Demokratie geht. Nach journalistischen Anfängen in der Schweiz zur Hamburger Wochenzeitung Die Zeit gewechselt, als politischer Redakteur, als Paris-Korrespondent, als Leiter des Wirtschaftsressorts und später als Chefredakteur der Zeit und eine ähnliche Etappe hast du beim Zürcher Tagesanzeiger absolviert und dann eine wichtige Position inne gehabt zwischen 2011 und 2017, gerade in Bezug auf das Thema Demokratie und Medien, Generaldirektor des SRF, also der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Zwischendurch sind immer wieder Bücher entstanden zur Krise der Finanzökonomie, der Wirtschaft, der Politik. Und vor allem des Vertrauens, insbesondere in diese Größen. Jetzt hast du nachgelegt mit einem umfassenden Buch und ich würde sagen, einer klaren Kampfansage gegen Autoritäre. Aber auch die liberalen Demokratinnen und Demokraten geraten ob ihrer Untätigkeit oder Defensivität, wir werden darüber noch ins Gespräch kommen, auch die geraten bei dir ins Visier. Meine erste Frage ist, wie viel an persönlicher Erfahrung und persönlicher Motivation steckt in dieser Antwort auf die autoritären Reaktionäre? Viel. Da habe ich die Demokratie und wie sie funktioniert aus nächster Nähe erlebt, als ich eben Intendant des Schweizer Radios und Fernsehens war. In Bern, in Bundesbern, wie die Schweizer sagen. Und beim Beobachten der Arbeit des Parlaments habe ich nicht etwa den Respekt verloren, sondern sehr viel Respekt dazu gewonnen. Das ist eine langsame Kompromissmaschine, ein Parlament. Manchmal langweilig, aber hocheffizient. Sie verhindert diese Kompromissmaschine überzählige Konflikte, die dann ausarten könnten. Konflikte bringen Reibung, Konflikte bringen Produktivitätsverluste, Konflikte können gewalttätig werden. Und wie diese Parlamente arbeiten, wie sie sich um Kompromisse bemühen, in meinem kleinen Land wie in der Bundesrepublik oder die Assemblée nationale in Frankreich oder erst recht das Europaparlament, das beeindruckt mich mehr denn je. Sodass deine Antwort eigentlich auch so ein entgegengeschleudertes Thema ist, zu sagen, die ihr das zerstören wollt, mit den Mitteln der Demokratie die Demokratie zu zerlegen, dass dagegen steht die parlamentarische und, wie du sagst, auch langsame Demokratie, die dann aber in der Lage ist,
wirklich einen Konsens zu erreichen, der die Gesellschaft auch zusammenbringt. Vielleicht. Noch wichtiger scheint mir als die Entscheidung im Parlament oder dort, wo es eine Volksabstimmung gibt bei den Bürgerinnen und Bürgern, die Debatte, der Diskurs, die Meinungsbildung. Und dort, wo diese Meinungsbildung beschädigt wird, wie beispielsweise vor der Volksbefragung über den Brexit in Großbritannien, dort hören die Schwierigkeiten nicht auf. Und die reaktionären Populisten wollen diesen Diskurs bewusst zerstören. Ihre Transgressionen dienen der Transformation des öffentlichen Raums. Herkömmliche Politikerinnen und Politiker möchten ein Spiel spielen und gewinnen, Tore schießen. Die reaktionären Populisten möchten das Spielfeld und die Spielregeln ändern. Das machen sie ja schon. Da kommen wir noch drauf. Ich wollte jetzt noch mal, damit wir sozusagen den Bezug auf die Situation jetzt nehmen, auf dieses Wort von der Kraft der Demokratie eingehen. Im Moment muss sich ja die Demokratie vor allen Dingen im Kampf gegen die Pandemie bewähren. Die autoritären Reaktionäre sind, also jedenfalls in den funktionierenden Demokratien, etwas in den Hintergrund geraten, was natürlich auch an der Stärke der Exekutive liegt, die logisch ist in solchen Krisensituationen. Aber im globalen Maßstab tobt natürlich die Auseinandersetzung und der Wettkampf, autoritäre versus demokratische Regierungsformen. China hat ganz offensichtlich die Pandemie ganz gut überwunden, die Demokratie übrigens auch, mit radikalen Maßnahmen der Freiheitseinschränkung, mit anhaltenden Überwachungen seiner Bürgerinnen und Bürger und mit der Maskendiplomatie. Und es gibt ja Stimmen, die behaupten, es steht in dieser Pandemie 1:0 für die Autokraten. Wie kräftig sind die Demokratien in der Bewältigung oder in diesem Kampf gegen die Pandemie? Vergessen wir nicht, dass weil die Volksrepublik China eine totalitäre Diktatur ist, sie viele Wochen lang, wenn nicht monatelang, jede Meldung über Corona unterdrückt hat und diejenigen, die warnten, sogar ins Abseits befördert hat. Mit anderen Worten, ich glaube überhaupt nicht, dass Diktaturen effizienter sind. Sie können vielleicht 2-3 Wochen, wenn es darum geht, ganz, ganz schnell Maßnahmen zu treffen, wirksamer sein. Aber auf die Dauer und bei einer Pandemie und dieser erst recht kommt es auf die Dauer an, sind aus meiner Sicht liberale Demokratien, die auf die Selbstständigkeit der Menschen, auf den Willen auch zur Debatte, was richtig und was falsch ist, setzen, wesentlich nicht nur effizienter, sondern auch menschennäher. Und würden Sie diese Maßnahmen, die Sie jetzt treffen und die durchaus Begrenzungen der Bürgerrechte sind, der Grundrechte sind, nicht treffen, dann würden sich diese liberalen Demokratien vollends diskreditieren, weil wir dann Situationen hätten wie zu Beginn. Ich komme auf Großbritannien zurück, als Boris Johnson nichts tun wollte, und die Fallzahlen emporschossen, das war für die britische Demokratie nicht gut. Aber die Politikerinnen und Politiker müssen wissen, diejenigen, die an der Regierung sind, sie werden beobachtet und sie werden Rechenschaft ablegen müssen. Das ist auch demokratisch. Gibt es eigentlich nach deiner Beobachtung so ein Ranking? Wir haben ja natürlich auch autoritäre Elemente in Demokratien. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, dass es ja Abstufungen gibt zwischen dem chinesischen Modell und dem, was auch in einigen europäischen Ländern zu beobachten ist. Würdest du sagen, dass je funktionierender oder je funktionaler, je weniger vom Autoritären durchsetzt eine Regierung ist, die mit der Pandemie besser klarkommt? Oder kann man das zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen? Ist wahrscheinlich noch etwas zu früh, aber ich beobachte, wie die Autoritärdemokraten, wie ich sie nenne, die ja keine eigentlichen Demokraten sind, die Pandemie genutzt haben, wie beispielsweise der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, um eine Art Corona-Diktatur zu errichten.
Und ich glaube, das wird schlecht herauskommen. Die Ungarinnen und Ungarn werden sich das nicht ewig bieten lassen müssen, bieten lassen. Also schlecht für ihn, meinst du? Schlecht für ihn, schlecht für die Demokratie sowieso. Und es kommt hinzu, mit der Corona-Wirtschaftskrise wird der Unmut im Volk noch größer sein. Und ich glaube nicht, dass der autoritäre Weg aus der Corona-Krise wirklich führen kann. Ganz zu schweigen von den Trumps und Bolsonaro, wie sie alle heißen, die schlicht und einfach die Pandemie zunächst einmal verdrängt und verniedlicht haben. Das sind Leute, die besonders schlecht regieren, weil sie kurzfristig denken, an einem Zeitpunkt, wo man zwar schnelle Maßnahmen treffen muss, aber auch einen langen Atem haben sollte. Du rechnest sozusagen entlang deines Titels damit, dass die Demokratien oder die liberalen Demokratien eher gestärkt aus der Krise hervorgehen werden? Sie müssen sich kräftig modernisieren. Sie arbeiten mit Institutionen, die vor 2 Jahrhunderten erfunden werden. Und es gilt, diese Institutionen auf die Höhe des digitalen, globalen und vor allem ökologischen 21. Jahrhunderts zu bringen. Und die Gründerväter und auch einige Gründermütter, die es damals schon gab, der Demokratie, die haben laufend debattiert, wie sich diese Demokratie fortentwickeln ließe. Wir tun das seit der Nachkriegszeit eigentlich nicht mehr. Und das war mein Anliegen, eine Debatte anzustoßen über Modernisierung der Demokratie. Aber wenn sie sich erneuert, wenn sie sich stärkt, dann hat sie eine wunderbare Zukunft. Also das werden wir sehen. Ich glaube, es wird nicht einfach. Deswegen ist mein Vorschlag, dass wir mal tiefer in die Analyse gehen, die ja auch einen großen Teil deines Buches ausmacht. Wenn man so auf die politische Debatte, ich sage mal vielleicht die transatlantische politische Debatte guckt, dann ist die Analyse ja eigentlich vorherrschend. Wir haben es mit einer Krise des Westens zu tun, wobei Westen dann als Chiffre steht für Gesellschaften, die sich als Erben der Aufklärung verstehen, die wertorientiert sind, rechtsstaatlich aufgestellt sind, die freiheitlich verfasst sind. Und diese Gesellschaften sind in der Krise. Das System liberale Demokratie verliert an Boden. Ich sag mal, das ist so plus minus die Diagnose und die Elemente dieser Krise sind aller Orten auch schon diagnostiziert. Die mangelnde Teilhabe signifikanter Bevölkerungsgruppen sowohl am ökonomischen als auch interessanterweise am kulturellen oder ich würde fast sagen am geokulturellen Aufstieg und Erfolg. Zunehmende soziale Disparitäten, Wahrnehmung von Leistungsversagen des Staates, die Infrastrukturen verkommen und verfallen. Das sind alles Elemente dieser Analyse von der Krise des Westens. Und deine, so lese ich das, deine Variante dieser These ist, dass Ultrakapitalismus, musst du vielleicht auch noch mal erklären oder würde ich mich freuen, auf der einen Seite und neue Rechte auf der anderen Seite gleichzeitig, so wie du es nennst, aufmarschiert sind. Also ist deine These, verstehe ich das so richtig, dass du sagst, die Krise bringt sozusagen ihre Krisengewinnler gleich mit in Position? Ja, das sind die zwei Feinde der liberalen Demokratie, die autoritären Populisten einerseits und das, was ich eben das Ultrakapital nenne, namentlich der übermächtige Verbund aus Big Business und Big Data, eine Konzentration von Wirtschaftsmacht, die einzigartig ist in der Weltgeschichte und manchmal sogar auch in Personalunion, weil es in Silicon Valley viele sogenannte Libertäre gibt, die faktisch die Regierung fast abschaffen möchten und die Herrschaft der Wirtschaftsmächtigen anstreben und das auch offen bekunden. Man denke an einen Thiel und andere und gleichzeitig aber auch diese reaktionären Kräfte, die den starken Mann wollen, die die Komplexität der Welt und die Komplexität der Politik verringern möchten dadurch, dass ein starker Mann, denn offenbar muss es ja auch noch ein Mann sein, der durchregiert und der so vieles durchsetzen kann, was angeblich in der liberalen Demokratie nicht durchzusetzen sei. Dieser Verbund scheint mir gefährlich und woher kommt er?
Mit der Kapitalfreiheit, der Freiheit des Kapitalverkehrs, hat die Wirtschaft ungeheuer an Macht dazu gewonnen und die Politik ungeheuer an Macht verloren. Die Investoren gehen dorthin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen, und wenn eine Regierung nicht spurt, dann ziehen sie weiter. Das hat die Abhängigkeit der Politik von der Wirtschaft massiv erhöht. Sie war schon immer da, aber sie ist noch größer geworden. Und viele liberale Demokratien sind gleichsam zu neoliberalen Demokratien geworden. Sie haben fast schon internalisiert, dass die Wirtschaft das Sagen hat. Und das verkörpert sich in dem kurzen Satz, it's the economy stupid, den übrigens Bill Clinton, der amerikanische Präsident, damals eingeführt hatte als Wahlkampfschlagwort. Und dass es auch, it's the society stupid, it's the ecology stupid, it's, dass das auch gelten könnte, ist zusehends in den Hintergrund getreten. Und viele Menschen im digitalen globalen Umbruch fühlen sich verunsichert, sei es, dass es ihnen bereits schlecht geht, sei es, dass sie absehen, dass es ihnen oder ihren Kindern schlecht gehen könnte. Und sie fühlen sich von der neoliberalen Demokratie vernachlässigt und suchen Schutz und Schirm bei reaktionären Populisten, wie eben beispielsweise einem Donald Trump. Aber wie immer, diese Reaktionäre betrügen dann ihre eigene Klientele. Was macht denn Trump als allererstes, wie er zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden ist? Der senkt die Steuern massiv. Und 80% der Steuersenkungen gehen zugunsten der 1% reichsten Amerikanerinnen und Amerikaner. Mit anderen Worten, diese Leute, die sich vernachlässigt fühlen in USA, ist es beispielsweise der Rostgürtel im Nordosten der alten schweren Industrien oder der mittlere Westen, die glaubten, in einen reaktionären Populisten wie Trump endlich ihren Repräsentanten zu haben. Und der macht nicht die Politik, die wirklich ihren Interessen vertritt. Und er veranstaltet zur Ablenkung ein Festival von auf Twitter und ein Festival auf Medienkonferenzen, um sein Publikum mitzunehmen, obwohl er es letztlich im Stich lässt. Also da sind jetzt eine ganze Menge Fragen, aber die ich auch hätte, auch zum Thema, wie libertär ist das Silicon Valley, was sind deren gesellschaftsgestaltenden Ideen und wie stehen die auch eigentlich im Widerspruch oder auch in Konkurrenz zu dem, was man so an autoritären, rechten Ideen, die ja noch ganz anderes Ideenreservoir mit sich führen haben. Aber ich... du hast jetzt schon sehr stark abgehoben, auch auf Clinton, auf die Frage, was haben die Demokraten eigentlich verpasst, was haben sie versäumt. Du gehst sie so in deinem Buch so nacheinander alle durch, alle gemeinsam, gehst hart mit denen ins Gericht, mit den Konservativen auf der einen Seite, mit den Neoliberalen auf der anderen Seite, mit den Linken. Aber es gibt Unterschiede, so lese ich das sozusagen, je nachdem, welcher weltanschaulichen oder politischen Strömung die jeweiligen dazugehören. Aber die Gesamtanalyse ist, das Versagen ist eigentlich ein gemeinsames. Würdest du das so? Ja, ich glaube, dass die liberale Demokratie in den 2, 3 vergangenen Jahrzehnten einfach zu wenig neue Aussichten für viele Bürgerinnen und Bürger eröffnet hat. Für diejenigen, die sich im Stich gelassen fühlen, im riesigen Umbruch global digitaler Art, den wir erleben. Aber beispielsweise auch für all diejenigen, die eine griffige Umweltpolitik wollen. Aber wenn ich noch mal kurz einhaken darf, Roger, im Grunde genommen, wenn du sagst, ja, die haben das alle zusammen versäumt, also egal wer an der Regierung war, ob das jetzt konservative Regierungen waren oder sozialistische Regierungen waren, ist das dann nicht auch ein bisschen die so ein leicht populistischer Schlag, Zungenschlag zu sagen, ja, also die Altparteien, ja, die haben das alle, also keiner von denen hat im Grunde genommen das Konzept, weil also was mich daran so ein bisschen unruhig macht, ist so die Idee, alle im Grunde
auch Politikerinnen und Politikern schon mal von vornherein zu unterstellen, eure Abhängigkeit oder insgesamt politische Abhängigkeit von Kapital ist so groß, dass es gerade egal ist, welche politische Idee ihr mit in den Raum bringt. Also ich überzeichne und karikiere das. Aber das ist so ein bisschen mein Unbehagen an dieser sozusagen dieser pauschalen Zuweisung, ihr habt euch nicht um die Demokratie als Demokratie alle gemeinsam nicht gekümmert. Ich hoffe, ich mache mich ein bisschen deutlich. Ja, weil letztlich fast alle etablierten Parteien, die eine für mich zentrale Frage nicht gestellt haben, sind sie oft nicht so weit gekommen, wie sie hätten kommen können. Nämlich, und die zentrale Frage ist, den Primat der Politik über die Wirtschaft wieder herzustellen. Und ohne diesen Primat kann man keine Gesellschaft im Lot halten und keine Sozialpolitik führen, die nicht ewig alle Wirtschafts- und Sozialreformen der letzten Zeit gingen zulasten der kleinen Leute. Und ohne Primat der Politik kann man auch nicht eine Umweltpolitik auf die Dauer durchsetzen gegen mächtige, übermächtige Wirtschaftsinteressen. Mhm. Und es ist nicht so, dass viele Politikerinnen und Politiker aus allen Parteien nicht vom besten Willen beseelt wären. Aber sie haben bis jetzt die Frage, wie die liberale Demokratie gestaltungskräftiger wird. Sie wird langsam bleiben, da sind wir uns alle klar, denn wer Kompromisse sucht, wie wir es am Anfang besprachen, der braucht Zeit. Aber wie sie gestaltungskräftiger werden könnte, wie sie dem Diktat des, nicht nur des ökonomischen, sondern des ökonomistischen, des Wirtschaftsdenkens, das alle Dimensionen unserer Gesellschaft durchdringt, wie sie sich davon befreien könnten, das ist, glaube ich, eine der wichtigen Aufgaben, um zu einer Ökodemokratie zu kommen, zu einer sozialen Ökodemokratie. Und die wird dann beispielsweise der jungen Generation Perspektiven eröffnen. Die jungen Leute, die mit Fridays for Future und andere auf die Straße gingen vor der Corona-Krise, die darf man nicht verlieren. Die setzen auf die liberale Demokratie großes Vertrauen. Sie hoffen, dass die liberale Demokratie hier eine Wende bringen wird, die Erderwärmung wirklich bekämpfen wird. Und wenn das noch ein paar Jahre so geht, dass sie einfach mit guten Worten abgespiesen werden und mit luftigen Klimapaketen, weil man sich gegen Wirtschaftsinteressen nicht wirklich durchsetzen kann, dann wird auch diese Generation wie zuvor diejenigen der Zurückgelassenen, um es sehr, sehr pauschal zu formulieren, sich von der liberalen Demokratie entfernen. Das darf nicht sein. Ja, das ist ja genau die Gefahr. Ich will aber noch mal, bevor wir noch mal da drauf gucken, was ist mit diesen Fridays for Future und deinen Vorschlägen, die du machst, auch die Geistesgeschichte noch mal neu zu interpretieren. Muss ich natürlich, wir sind die Heinrich-Böll-Stiftung, ganz interessiert auch nochmal nachfragen nach deiner Bewertung der Grünen. Die kommen natürlich im Buch vor als wichtiger Player in der deutschen Landschaft. Jetzt ist es ja eigentlich eine Lesung, normalerweise liest der Autor, aber ich würde mal einen ganz kleinen Absatz hier zu Gehör bringen. Steil bleibt das Gefälle, schreibst du, zwischen Gutsituierten und Besitzlosen. Also da haben wir die soziale Dimension nochmal drin. Aber ganz neue weltanschauliche Prioritäten wie die Sorge um die Umwelt, Leidenschaft fürs Digitale oder Furcht vor dem Islamismus überlagern die soziale Frage. Gerade die Grünen sind ein großes Sammelbecken für bürgerliche, postbürgerliche und unbürgerliche Milieus. Ein Novum in der Politik, das trägt zu ihrem Erfolg bei. Die Grünen werden ja jetzt 40 Jahre in diesem Jahr, also das hängt jetzt davon ab, wie alt man ist, wahrscheinlich, wie man Novum interpretiert. Wie ist das mit den Grünen? Also das eine, was ich erstaunlich fand, war, dass sozusagen sie sofort in einem Atemzug mit der Furcht vor dem Islamismus, aber es ist wahrscheinlich von dir nicht so als Zusammenhang gemeint, stehen. Und meine andere und wichtigste Frage ist eigentlich, also Sammelbecken, die Grünen sind ein Sammelbecken, das ist für die Anfänger auf jeden Fall richtig, diese wilde Mischung aus Frauengruppen, Ökogruppen, Friedensgruppen, kommunistischen Bewegungen und so. Aber sind nicht die Grünen
mit ihrem Politikansatz, ja, am Ende der 70er Jahre, so in dieser Gründungszeit, die Frank Bösch ja nochmal als so eine, das Jahr 79, so als einen Ursprung bezeichnet hat, als die Welt, wie sie sie heute haben, eigentlich begann. Aber die Grünen mit ihrer Idee, Politik an der Umsetzung auch Wissen am Ernst nehmen, wissenschaftliche Analysen auszurichten, gesellschaftliche Moral ernst zu nehmen, also Stichwort Holocaust, aber natürlich auch Stichwort Ökologie, und mit einer emanzipatorischen Politisierung von Bevölkerungsgruppen, die sich davor überhaupt nicht politisch verstanden haben, also unter anderem natürlich auch einer politischen Aktivierung von Frauen. Sind nicht die Grünen eigentlich genau diese Innovation des Politischen, von der du sagst, die hat eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gar nicht mehr stattgefunden? Und die Demokraten hätten da eigentlich was verpennt. Die Grünen verkörpern neben den sozialen Kämpfen, für die für die Grünen auch wichtig bleiben, auch die kulturellen Kämpfe. Und Ökologie ist auch zum Teil ein Kulturkampf, denn es gibt Leute, die schlicht und einfach von Ökologie nichts wissen wollen, gar keinen Kompromiss suchen. Und da auch hier verweise ich auf die zerstörerische Umweltpolitik oder beziehungsweise Anti-Umweltpolitik eines amerikanischen Präsidenten derzeit. Was machen die Grünen richtig, dass sie über die vergangenen Jahre so viel Erfolg gehabt haben? Sie stehen zu ihren Werten und sie haben ein Projekt. Viele Parteien wollten unbedingt letztlich ein Stück weit immer wieder versuchen, den reaktionär werdenden Teil ihrer Wählerschaft zu behalten und glaubten, sie könnten das Emporschießen der reaktionären Populisten bremsen, indem sie sich ein Stück weit in deren Richtung bewegen würden. Empirisch hat sich gezeigt, dass das falsch ist. In den Ländern, beispielsweise Österreich, beispielsweise mein Land, die Schweiz, wo die bürgerlichen Parteien am frühesten sich den reaktionären Populisten angepasst haben, dort sind dann auch diese Bewegungen, diese populistischen Bewegungen am stärksten geworden. Und die Grünen haben sich hier davon nicht anfechten lassen. Und sie, von den Konservativen bis zu den Linken, haben sie ein Projekt angeboten. Und dieses Projekt ist Nachhaltigkeit, dieses Projekt ist Ökologie, nicht Wirtschaftsfeindlichkeit, aber eine nachhaltige Wirtschaft. Nicht Umweltpolitik zulasten des Sozialen, sondern das Verbinden der Umwelt und der Sozialpolitik. Und sie haben weder zu den Reaktionären geschielt, so wie ich von Natur aus immer wieder schiele, sondern sie sind sich treu geblieben mit einem Projekt, der nicht, und dieses Vorhaben ist nicht wie das der 68er, ein Projekt, die Welt zu verbessern. Und das wären wir philosophisch bei Jean-Paul Sartre, sondern ein Projekt, das Schlechte von der Welt möglichst abzuwenden. Und da wären wir viel näher bei Albert Camus, wo du erwähnt, dass ich auch in der französischen Welt beheimatet bin. Und ich finde, das ist auch ziemlich realistisch. Jetzt hast du dieses Stichwort ja auch schon genannt und hast diese französische Geschichte und die Bezüge genommen. Du hast ja eine zeitgemäße Interpretation für diese Formel Egalité, Fraternité, Liberté, also falsche Reihenfolge jetzt, gefunden. Und zwar auf Deutsch, ich weiß gar nicht, wie sagt man dann auf Französisch zu Nachhaltigkeit? Liberté, Egalité, Fraternité, und die definiere ich als Durabilité, Nachhaltigkeit. Ja, okay, gut, ja. Denn wir müssen im gemeinsamen Haus Erde, das ist interessant, damit das Haus bestehen bleibt, damit das Haus bestehen bleibt, das gemeinsame Haus Erde, müssen wir innerhalb dieses Hauses schwesterlich und brüderlich miteinander umgehen. Also für mich hat die Fraternität, die Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit die beiden Dimensionen der Solidarität, und weiß Gott, brauchen wir die Solidarität, und der Nachhaltigkeit, und weiß Gott, brauchen wir die beiden auch. Ich glaube, ohne Solidarität gibt es keine Nachhaltigkeit und vice versa. Nur schon, um griffige Umweltpolitik zu finanzieren,
braucht man eine Umverteilung von oben nach unten und nicht, wie wir es über die vergangenen Jahrzehnte erlebt haben, von unten nach oben. Sonst lässt sich eine sozialverträgliche Umweltpolitik gar nicht betreiben. Das ist schön, also das Interessante, oder ich, was ich an diesem Begriff der Nachhaltigkeit finde, der ja schon eine ganze Weile so in der Debatte ist, ist ja auch das, vor allem das Intergenerationelle. Und das ist ja, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Das ist ja einer der, auch eines der Gründungsmomente im Grunde genommen der ökologischen Bewegung. Und diese Idee der Fraternität, also auch auf die, über die Generationen zu übertragen, das ist vielleicht auch der sozusagen der so ein pulsierender Mehrwert davon, diese Formel so zu verändern. Und demokratiepolitisch hat ja im Grunde genommen, damit machst du ja auch Platz, so ein bisschen demokratiepolitisch für die ökologische Frage, die ja eigentlich zwischen Freiheit und Gerechtigkeit, man kann alle ökologischen Fragen auf Gerechtigkeitsfragen und auf Freiheitsfragen zurückführen. Und das sind ja auch die Diskussionen, die wir ständig führen, in der Stiftung führen, aber auch in der grünen Bewegung führen. Wie viel individuelle Freiheit, wie viel Gerechtigkeit, wie viel Verbot? Die Grünen haben immer mit dem Vorwurf zu kämpfen, Verbotspartei zu sein. Wie viel Freiheit ist möglich, wenn wir in einer großen Krise stehen? Und wie ungerecht ist so eine große Krise? Jetzt sind wir gerade in einer großen Krise, wir sind auch in einer großen Klimakrise, aber wir sind in der Pandemiekrise und wir sehen Freiheitseinschränkungen. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir auf gar keinen Fall für Freiheitseinschränkungen uns aussprechen können zur Lösung der Klimakrise. Das wird sicherlich nicht die Lösung sein. Also du sagst ja ganz klar, nur die Demokratie kann klarkommen mit der Aufrechterhaltung von Freiheit und der Umsetzung von Nachhaltigkeit. Und du sagst, die Demokratie ist langsam, ja, was das Thema, was wir am Anfang hatten, das Parlament malt langsam und das werden wir auch nicht verändern. Jetzt kommt Fridays for Future ins Spiel. I want you to panic. Das ist keine Akzeptanz von Langsamkeit, von Demokratie, von der Überlegung, wie viel Freiheit müssen wir auch drangeben, vielleicht für einen schnelleren Einstieg in bestimmte nachhaltige Technologien. Da kommen ja die Dinge auch schon ein bisschen demokratiepolitisch ins Rutschen, oder? Vorweg, was ich liebe an der liberalen Demokratie, und ich sage bewusst, dass ich das liebe. Sie setzt drei demokratische Institutionen in Wettbewerb, Parlament, Regierung und Justiz. Und Politik ist ein ständiges Austarieren zwischen diesen drei demokratischen Institutionen und übrigens auch anderen. Und ein ständiges Kräftemessen zwischen den drei demokratischen Grundwerten Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit bzw. Solidarität. Und in jedem Land zu jeder Zeit ist das Verhältnis zwischen den drei demokratischen Institutionen ein bisschen anders und ist das Kräfteverhältnis zwischen Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit auch anders. Das macht die liberale Demokratie aus, im Gegensatz zu allen autoritären Regimen, die sagen, so geht's lang und nur so, was die Menschen schlicht nicht akzeptieren. Und wer denkt, er könnte eine Ökodiktatur haben, der wird viel Diktatur und sehr wenig Öko haben. Denn Diktatoren denken nur an eins, nämlich ihre Macht zu behalten. Und wenn es ein bisschen Ökologie braucht, dann machen sie ein bisschen Ökologie. Aber gerade die Chinesen haben gezeigt, dass, weil sie eine totalitäre Diktatur sind, sie die Umwelt in China dermaßen verkommen lassen konnten, bis die Luft in Peking nicht mehr zum Atmen war, auch für die obersten Kader der Kommunistischen Partei. Und dann haben sie durchgegriffen und Elektroautos ganz schnell eingeführt. Aber ein Beispiel ist das nicht. Ich glaube, dass der Gesinnungswandel, der Haltungswandel, den wir brauchen im ökologischen Zeitalter, nur durch die Debatte zu erreichen ist. Und dann freue ich mich, ich halte das für eine große Belebung der liberalen Demokratie, wenn junge Leute da hier Dampf machen, wenn das nicht schon immer die Aufgabe der jungen Leute war. Ja, das ist auf jeden Fall. Deshalb übrigens habe ich das Buch meinen Enkeln gewidmet.
Ja, das passt ja auch zum Nachhaltigkeitstopos. Ich wollte jetzt gerne in die Runde derjenigen, die hier im Publikum sitzen, sagen, wir schalten jetzt den Chat frei. Unten in der Leiste, wenn Sie auf Ihre oder ihr auf eure Leiste unten guckt, dann sieht man da Chat, da klickt man an und dann guckt man, dass es an dass der schreibt man einfach rein und drückt auf Enter. Ich denke, wir schaffen noch drei Fragen. Wir müssen unbedingt noch auf die 12 Vorschläge eingehen. Aber ich denke, wir schaffen noch drei Fragen dann mit reinzunehmen. Und ich sehe dann meinen Chat-Knopf, der leuchtet dann orange. Und dann können wir eure Fragen und Ihre Fragen angucken. Jetzt nochmal zurück, Roger, du hast ja schon an mehreren Stellen Anläufe gemacht, auf die Vorschläge einzugehen. Du machst am Ende des Buches 12 Vorschläge plus einen, würde ich sagen, weil es gibt ein europäisches Nachwort, das hoffentlich nicht als Abgesang gemeint ist, sondern auch als Bekräftigung im Grunde genommen der europäischen Dimension. Im Grunde ist ja der Kern dieser Vorschläge, die ja alle irgendwo auch schon mal aufgetaucht sind, zu sagen, die hätten das Zeug, das Primat der Politik, über das wir gesprochen haben, zurückzugewinnen. Lässt sich mit diesen Maßnahmen das Primat der Politik zurückgewinnen? Ich glaube, dass es ganz einfache Maßnahmen gäbe und ich mache aber auch sehr ehrgeizige Vorschläge. Nicht naiv, man kann neue demokratische Institutionen oder Verfahren nicht einfach auf dem Reißbrett entwerfen und dann einführen, aber ich bin mir sicher, dass jetzt sozusagen die gesellschaftlichen Voraussetzungen in weiten Teilen der Bevölkerung da sind für solche Modernisierung. Eine ganz kleine Maßnahme. Ähnlich wie in den USA ein dreiköpfiger Rat der Wirtschaftsberater im Weißen Haus ist, einbezogen in die Politik der Regierung. Und zu Beginn hat dieser Rat, der auch mit Nobelpreisträgern bestückt war, die amerikanische Politik, Wirtschaftspolitik kräftig modernisiert, dass ein solcher Umweltrat mit hochrangigen Experten nicht wie jetzt von außerhalb mit Gutachten, die man beachtet oder ignoriert, sondern einbezogen in das Policy Planning und in das Policy Making, dass das sehr viel bringen könnte. Oder ein ehrgeiziger Vorschlag, ein europäischer Gerichtshof für die Rechte der Natur. Wir haben in Straßburg einen europäischen Gerichtshof für die Rechte der Menschen, für die Menschenrechte. Und eine europäische Menschenrechtskonvention, warum nicht was Ähnliches für die Rechte der Natur? Oder wieder ein ganz realistischer Vorschlag. In der Bundesrepublik haben der Bundesfinanzminister und auch der Bundesjustiz und der Bundesinnenminister ein aufschiebendes Vetorecht, wenn das Kabinett etwas entscheidet, von dem sie finden, nein, das geht überhaupt nicht, dann dürfen sie sich eine Frist ausbedingen, um ihre Kolleginnen und Kollegen im Kabinett zu überzeugen und auch die Kanzlerin zu überzeugen, warum nicht gerade auch der Umweltministerin, die ein so übergreifendes Ressort hat wie der Finanzminister, ein solches Recht zu gewähren. Oder der ehrgeizigste Vorschlag vielleicht, eine Umweltkammer einzurichten, namentlich in den Ländern, die fortschrittsfreudigen nordischen Länder, die nur eine Parlamentskammer haben, warum nicht eine zweite einzurichten, in der nicht die Regionen vertreten sind, sondern das wäre die Umweltkammer mit gewählten Umweltabgeordneten, die jeden Gesetzentwurf einzig unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, der Ökologie, der Schonung natürlicher Ressourcen begutachten. Und eine solche Kammer würde mit viel Kompetenz nach und nach auch viel Gewicht entwickeln. Oder eine Fußabdruckbank schlage ich auch vor, aber das würde zu weit führen, jetzt Ja, also ich Vorschläge sag mal, die aufzuführen. Vorschläge, die du jetzt aufgeführt hast, sind ja Ideen, die du sagst ja auch, die wirken nicht alle gleichzeitig. Das wäre auch eine völlige Überforderung. Man muss immer gucken, was passt in den jeweiligen Kontext. Mit Und kleinen jede Dings. Demokratie ist anders, also Ja, was genau. der eine Vorschlag mag in der einen Demokratie taugen, in der anderen überhaupt nicht. Ja. Jetzt gibt es, halte mich jetzt mal zurück mit Fragen, weil es gibt eine ganze Reihe von Fragen hier aus dem
Zuhörendenkreis eine, welche Menschen sehen Sie, Roger Dybeck, an den Rand gedrängt und wie können diese Menschen durch die Politik oder durch die politische Bildung erreicht werden? Diejenigen, die in Randregionen sind und beobachten, dass ihre Randregion noch stärker in die Peripherie verwiesen wird, und zwar nicht nur in Ostdeutschland, Frankreich beispielsweise, in den USA, überall. Diejenigen, die in analogen Berufen arbeiten und zusehen, wie ihre wertvollen Kenntnisse eine kurze Halbwertszeit haben. Die brauchen Perspektiven. Ich gehe nicht davon aus, dass die liberale Demokratie jeden Menschen auf der Welt glücklich machen kann, so wie das in der amerikanischen Verfassung steht, Pursuit of Happiness. Aber dass man diesen Menschen ganz bewusst Perspektiven zu eröffnen versucht und das bedingt eine Umlagerung von Mitteln, die man in die Wirtschaftsförderung teilweise gemacht hat und die man in die Förderung dieser Menschen investieren könnte, beispielsweise unter vielen anderen Maßnahmen. Das sind für mich zwei ganz, ganz wichtige Gruppen, die man nicht, die sich zusehends als Zaungäste der Demokratie verstehen und die eigentlich warten, dass demokratische Politik zu ihnen zurückkehrt. Und solange sie das Gefühl haben, hier vernachlässigt zu werden, suchen sie eben Stütze bei den Reaktionären, die zwar ihre Unzufriedenheit bewirtschaften, aber keine eigentliche Maßnahme haben, um ihnen zu helfen. Die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik populistischer Parteien ist ja ein Armutszeugnis. Also ein bisschen war es noch, glaube ich, die Frage nach der politischen Bildung, aber ich will noch mal ein Stück weiter, das kann man vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Die nächste Frage ist, wie modernisieren Sie die parlamentarische Demokratie, die ich wie Roger Dybeck liebe, und transformieren Sie in das 21. Jahrhundert? Ich glaube, dazu hast du ja deine Vorschläge vorgetragen, oder gibt es da noch einen Gedanke, der speziell die Modernisierung und Transformation verstärkt? Also ich finde, dass die parlamentarische Demokratie eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist. Sie muss immer schauen, dass sie repräsentativ bleibt. Und sie muss im Internetzeitalter sich fragen, inwiefern sie auch direkt demokratische Elemente einführen will. Nicht so, wie das beispielsweise die AfD will. Sie möchte letztlich mit sogenannter direkter Demokratie den Bundestag ausschalten, sondern so, dass das Parlament letztlich fast schon gestärkt wird. Die Vorbehalte in der Bundesrepublik gegen Elemente direkter Demokratie sind riesig, weil die Deutschen, sage ich als Schweizer, viel Selbstvertrauen verloren hatten in der Art und Weise, wie sie sich von den Nationalsozialisten verführen ließen. Aber jetzt erweist sich die Bundesrepublik seit Jahrzehnten als eine der besten Demokratien in Europa. Und auch die beste Demokratie wird immer voller Fehler sein. Das will ich damit nicht schönreden. Und hier direkt demokratische Elemente einzuführen, scheint mir außerordentlich wichtig. Aber damit das Parlament nicht zu schwächen. In meinem Land, der Schweiz, ist das Parlament sehr stark und kann sehr vieles, was vom Volk vorgespurt worden ist, in konkrete Bahnen lenken. Und umgekehrt, es ist ein ständiges Dialog zwischen Parlament und Volk. Und weit von mir entfernt, das Schweizer Modell zu predigen, ich bin weder ein Nationalist, noch glaube ich, dass man irgendwelche politische Modelle eins zu eins von einem Land auf das andere übertragen kann. Aber die Diskussion, die auf Kommunenebene und auf Länderebene begonnen hat und auf dem Papier begrüßen ja alle bundesdeutschen Parteien eine Stärkung direktdemokratischer Elemente. Ich hoffe, dass die zu greifen beginnt im digitalen Zeitalter. Dank des Internets haben die Bürgerinnen und Bürger weit mehr Ausdrucksmöglichkeiten als früher, aber ihre Einwirkungsmöglichkeiten auf die Politik sind nicht gestiegen und Elemente direkter Demokratie können die Ausdrucks- und die Einwirkungsmöglichkeiten ins Lot bringen. Ich würde es auch schon als Antwort auf eine Frage lesen, die da lautete, was wäre denn zu tun, um die Meinungsbildung und demokratische Beteiligung der Bevölkerung zu stärken? Das wäre dieses große
Farce der direkten Demokratie, das man da aufmachen kann, das du auch ansprichst unter deinen Vorschlägen. Ich fürchte, wir kommen gerade ans Ende unserer Zeit, oder ich fürchte es nicht, sondern es ist so. Und deswegen bedanke ich mich bei dir vor allem, Roger, für deine Zeit und deine Bereitschaft, auch in diesem digitalen Format mit uns über dein Buch zu sprechen. Ich muss das jetzt natürlich nochmal in die Kamera halten. Die Kraft der Demokratie, eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre. Ich danke Roger Deweck und ich danke natürlich Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, dass Sie sich beteiligt haben an der Diskussion, dass Sie zugehört haben. Und natürlich ist die Bitte, wenn Sie das Buch kaufen gehen, dann in der Buchhandlung um die Ecke. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche eine angenehme Lektüre und uns allen einen schönen Abend. Auch ich sage danke und verabschiede mich und bin auch gerne bereit, die Fragen, die nicht erörtert werden konnten, im Gespräch dann nachträglich schriftlich zu beantworten. Super, ganz herzlichen Dank dir, Ellen Überscheer, und der Böll-Stiftung. Vielen Dank.